Ich hatte morgens eine Situation, ich musste zu einem Kunden. Ich wusste, das, was ich da tue, ist richtig gut. Ich wusste, wie es geht. Aber dieser Typ, der war mir total unsympathisch. Und ich bin an diesem Tag zu diesem Menschen gegangen und habe dort eine Leistung abgeliefert, die war eine Katastrophe. Und am nächsten Tag habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ich hatte die falsche Einstellung zu diesem Menschen. Die Top-Verkäufer, die haben eine Aussage, die immer wieder tätigen. Das ist nämlich die, dass die sagen, warum nicht? Keinen Auftrag habe ich doch schon. Wenn man mit diesem Gedanken hineingeht ins Gespräch, dann wird man feststellen, dass mit diesem Fokus, mit diesem Gedanken einfach eine ganz andere Einstellung entsteht. Wenn ich mit dem richtigen Fokus reingehe, also mit der richtigen Einstellung, positiv, dann entwickelt sich etwas, das mich antreibt. Wenn ich negativ reingehe, dann tue ich auch negativ, dann werde ich kein Gas geben, dann habe ich keinen Spaß dabei. Ein Thema, was ich rausgehört habe, war auch dem Kunden mehr Gehör schenken, mehr auf den Kunden eingehen. Also ich kann es aus der Praxis sagen, dass 90% der Verkäufer nicht exakt zuhören. Aktiv zuhören heißt, ich kriege ganz viele Informationen. Ich kriege den Wissensstand vom Kunden raus. Und ich weiß auch, welche Werte er lebt. Also welche Sachen ihm wichtig sind. Und die einfachste Methode ist das, was ich Ihnen gerade eben gesagt habe. Aktiv zuhören, das aufnehmen, was der Kunde sagt, und das im Angebot verpacken. Eine gute Beziehung aufbauen, damit Sie jederzeit in der Lage sind, mit ihm auch darüber zu reden, was nicht geht. Sie müssen wissen, wie Sie den Bedarf analysieren. Ich habe hier oben meinen Frageschlüssel, mit dem schließe ich jeden Kunden auf. Jeden. Der Umsatzbremsenlöser. Was sind denn so die drei Hauptumsatzbremsen? Also den Titel habe ich nicht selber erfunden, sondern haben meine Teilnehmer erfunden. Die haben nämlich gesagt, Clemens, du löst bei uns irgendwie die Bremse. Und dann haben wir uns mal angeguckt, was sind das denn für Bremsen? Und es gibt wirklich drei Stück, die maßgeblich sind. Die erste ist die fehlende Einstellung und Identifikation zum eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung. Das zweite ist fehlende Selbstsicherheit. Und das dritte, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist nämlich auch, dass das Umfeld, das ganze Marketing, die Strukturierung des Vertriebs, das, was notwendig ist, damit die Ware nachher pünktlich beim Kunden ankommt, genauso wichtig ist. Sie müssen Argumentationen nutzen, und zwar nicht die Stärken, die das Produkt auszeichnen, sondern das, was der Kunde davon hat. Sie müssen Einwände behandeln können. Gibt es auch Kunden oder sehen Sie auch Probleme überhaupt in der Erkennung der eigenen Vorteile, der eigenen Produkte, wo ein Kunde vielleicht gar nicht weiß, welche Vorteile er hat, dass er es selber gar nicht sieht? Also viele Verkäufer setzen voraus, wenn sie sagen, wir sind gut, dass der Kunde sieht, was für ihn gut ist. Und ich nehme mal so ein Beispiel, Qualität. Ne? Wenn man 5 Menschen fragt, was verstehst du unter Qualität, bekommt man mindestens 4 unterschiedliche Aussagen. Und wenn wir jetzt in unsere Argumentation einfach nur den Begriff Qualität reinnehmen, dann macht sich jeder ein anderes Bild davon. Das heißt, wir müssen es schaffen, in der Argumentation A, in die Welt des Kunden reinzukommen, um dann die Sicht von diesem Menschen, mit dem man da zu tun hat, aufzugreifen und Nutzen genau da zu platzieren, wo seine Welt ist. Und das ist die Kunst, rauszuarbeiten, was versteht der Kunde unter Qualität, damit ich ihm das in der Argumentation genau präsentieren kann. Und für mich war das sehr interessant, weil ich es wichtig finde, dass man den Kunden eben analysiert und damit man sich auf ihn einstellen kann. Der Herr Adam auf der Bühne ist wirklich ein Erlebnis, einfach deshalb, weil er mit vielen Geschichten aus seinen persönlichen Erfahrungen eigentlich sehr Theoretisches und Trockenes wunderbar anschaulich macht.